Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Dass die heutigen Deutschrapper mittlerweile nicht nur ihre Musik präsentieren, ist natürlich schon für vielen jetzt klar geworden, denn viele haben jetzt mittlerweile neben der Musik auch ganz, ganz andere Geschäftszweige für sich entwickelt, wie beispielsweise der Rapper Kollega, der anfangs mit seinem Fitnessprogramm wirklich Millionen gemacht hatte und jetzt will er mit seinem Mentoring-Programm motivationsmäßig seine Fanbase ein wenig unter die Arme greifen und sie unterstützen. Der Rapper Nemo hat jetzt angefangen, seine eigene Shisha rauszubringen und hat seinen Fans jetzt den Preis der Shisha genannt. Das hat für ihn einen riesigen Shitstorm gebracht, meine lieben Freunde. Viele seiner Fans waren schockiert, warum Nemo seinen Preis seiner Shisha so hoch angepriesen hat. Nemo hat das Ganze mit einem Instagram-Post dementiert und hat gesagt, er steht für seinen Namen. Die Shisha ist auf höchste Qualität und höchstes Niveau. Wer sich mit Shisha auskennt, wer aus der Branche kommt, der weiß, dass diese Shisha wirklich jeden Cent wert ist. Das hat der Rapper Nemo in einem seiner Instagram-Stories gepostet. Ich werde es euch mal kurz einblenden, meine lieben Freunde. Danach reden wir mal über die Verkaufszahlen der Shisha. Also, es geht um die Pfeife, um den Preis der Pfeife. Meine Freunde, 260 Euro, 259 Euro, okay? An die ganzen kleinen Kinder, die mir sagen, das ist zu teuer und bla bla bla. Ich rede hier von einer Premium-Pfeife. Macht euch mal schlau, wie viel eine Premium-Pfeife kostet. Und 259 ist fair, weil ich gesagt, normalerweise sollte diese Pfeife 300, 400 kosten. Aber, da ich gesagt habe, Kiki, ich stehe mit... Weil für Kiki mit meinem Namen muss dieser Preis fair sein. Das hat mein Bruder Jam von Venuka genauso gesagt. Wir wollten euch einen fairen Preis für ein Baba-Produkt. Und ich glaube, das ist mehr als fair. Wer sich in dieser Branche auskennt, weiß ganz genau, dass wir alles richtig gemacht haben. Wer sich nicht auskennt, ist ein Unwissender. Bitte mach dich schlau und danach kommentier unter meinen Bildern. Verstehst du? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Die Kiki-Pfeife ist krass. Sie ist zu krass. Sie ist die krasseste Pfeife, die ich je in meinem Leben geraucht habe, gesehen habe und... Sag Leute, ich will euch nichts andrehen. Ich will euch nichts verkaufen, was gar nicht so viel wert ist. Meiner Meinung nach, okay, ist diese Pfeife, ist 260 Euro ein fairer Preis. Ein fairer Preis. Es gibt Pfeifen, die kosten viel, viel mehr und können nicht viel, viel mehr. Jo, meine lieben Freunde, die Shisha kostet 260 Euro oder 259 Euro. Auf jeden Fall hat er knapp 1000 Shisha verkauft und hat damit seine ganzen Hater in den Schatten gerückt und hat natürlich bewiesen, dass er jetzt ein eigenes Geschäftszweig für sich entwickelt hat. 1000 verkaufte Einheiten binnen 24 Stunden. Danke an alle. Das wird noch viel, viel besser. Nemo, was meinst du? Eins können wir verlosen. Was hältst du von einem Gewinnspiel? Also nicht nur musikalisch kann der Rapper jetzt punkten, sondern auch businessmäßig ist er jetzt richtig gut am Start, meine lieben Freunde. Der hat mit seiner Shisha-Marke 260.000 Euro gemacht, meine lieben Freunde. Bis jetzt hat sich wahrscheinlich schon der Verkauf dieser Zahl natürlich wieder verdoppelt. Aber man kann sich jetzt auf jeden Fall schon denken, dass er schon dadurch Millionär geworden ist, meine lieben Freunde. Wenn auch nicht kompletter Millionär, aber eine Million hat er definitiv schon mit seinen Shisha-Verkäufen gemacht. Und man darf natürlich nicht vergessen, diese Zahlen sind jetzt knapp ein bis zwei Tage alt. Mittlerweile werden es wahrscheinlich noch mehr sein. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Das war's mit diesem schönen Video. Ich danke euch. Peace and out.